So, das Zimmer wieder zurück. Letzte Runde, letzte Stunde. Ich hoffe, ihr seid noch fit und noch mit am Start. Ich brauche eure Gehirne, sonst wird das heute nichts mehr. Wir sind eingeknastet. Oh, so, moin, ja, moin zurück. Wir sind aktuell hier immer noch schön, naja, schön, sag ich mal, ist es jetzt nicht. Also wir sind nicht jetzt so eingeknastet, man hat uns mit Essen versorgt. Also da ist noch Fleisch an den Knochen dran. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt in die Figur reindrücken, aber man, ja, jeder wie es mag. So, also mit der Liane muss doch irgendwas sein. Ich muss mal eben checken, ob wir irgendwas machen können damit. Wir haben auf jeden Fall den Bananenpflücker. Vielleicht können wir den irgendwie mit der Liane benutzen. Warum auch immer. Liane. Nee, aber, ne, kann man ja mal trotzdem versuchen. Benutze den Bananenpflücker mal mit dem Fenster. Okay, ebenfalls nicht. Wie sieht's mit der Tür aus? Da stand eben was von loses Brett. Oh ja, da. Geh zu loses Brett. Da hat wieder mal jemand aufgepasst. Prinz, ich bin stolz auf dich. Das Hutlied war großartig. Ich hab's nur so ein bisschen mitbekommen. Also ich kenn's, aber das fand ich sehr geil. Also ich musste auch sofort an meine bessere Hälfte denken, weil der halt auch immer einen Hut auf hat. Deswegen bin ich gerade zu ihm hingewackelt und meinte, habe gerade ein Lied entdeckt, was mich sehr an dich erinnert hat, weil er wäre auch so drauf, wenn der mit einem nagelneuen Hut in eine Kneipe geht und der ist danach weg. Er geht auf jeden Fall auch wieder mit dem Hut raus. So oder so. Und das danach fand ich aber auch nicht schlecht. Also da, ganz witzig, also wer da Bock drauf hat, Mr. Hurley und die Pulveraffen. Grandiose lustige Band. Nimm loses Brett. Geh zu, Loch. I might get through that hole, but I don't think this banana picker will. Okay. Ich komme da durch, aber der Bananenpflücker muss erstmal noch hier bleiben. Das ist blöd. So viel Realismus ist dann plötzlich da, oder was? And no, I'm not getting squeamish. I'd love to eat the guy. So let's do it. But think of your arteries. We are cannibals, for crying out loud. Yeah, but cannibals have to watch their saturated fats just like everyone else. Okay. Jetzt wird's lustig. Was müssen wir machen? Hier muss ja noch irgendwas anderes sein. Oder wir können mit den Bananen, weil wir jetzt ja mehr Bananen haben, vielleicht irgendwas mit den Affen machen. Weil wir jetzt immerhin sehr viele Bananen haben. Also ich würde sagen, wir haben all the bananas. Noch mehr Bananen gibt's gar nicht. Ich latsche jetzt... Oh, warte, warte, hier war das Boot. Okay, ich gehe mal ein bisschen in diese Richtung. Mal gucken, ob da noch was ist. Also hier würde mich natürlich auch mal interessieren. Das sieht halt auch so aus, als könnte da was sein. Aber da scheint auch nichts zu sein. Nö, aber dann stehen wir da halt mal. Ist doch auch schon ein bisschen die Gegend genießen, ne? Muss doch auch mal sein. Kannst du noch weiter Richtung Süden gehen? Das ist der Plan. Ist das wie diese eine Palme da unten los? Gibt's die im Original auch? Warte mal. F10. Da ist die nicht. Aber hier ist die. Na, für damals war selbst die Pixelgrafik das Nonplusultra. Ich finde, die sieht auch heute noch schön aus, oder? Das kannst du dir immer noch angucken. Also ich würde das auch so noch daddeln. Weil es... Bei dem Spiel ist Grafik echt nicht... Sieht natürlich schöner aus, so muss man schon sagen. Ne? Das ist so... Aber vor allem die Sprachausgabe haut halt nochmal ordentlich eins on top. Ne? Was ein bisschen schade ist, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Ist also für mich persönlich jetzt nicht so schlimm. Aber hätte das Game schon verdient, sag ich mal. Aber die englischen Sprecher geben echt alles. Es ist wirklich gut. Also, I don't think that hier noch irgendwas ist. Ich gucke mal noch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch was finden werden. Mal gucken. Ja, schade, dass es keine deutsche Synchro gibt. Ja. Okay, hier ist Ende Gelände. So, gehen wir mal wieder zurück und nach links unten gucken wir auch gleich mal. Meinst du hier jetzt? Bewegen Sie sich bitte.
Guybrush. Guybrush Threepwood. Nee, ich meinte das, wo du warst, bevor du es gelesen hast. Ja. Ja, genau. Aber da unten, da kamen wir doch her. Das war doch dann hier unten lang. Da waren wir doch schon, wenn du das meinst. Oder du meinst gleich das da vorne, warte. Meintest du hier unten links? Blüb, blüb. Weil das andere unten links, bei diesem Drehding, hatten wir ja schon. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir fahren zum Affen zurück. Das wäre jetzt mein Plan. Der wäre rechts. Meinst du das unten links? Ja. Alter, was? Ich möchte nicht mehr darüber sprechen, ja? Wie die Macher des Games auf so einen bescheuerten Namen gekommen sind. Guybrush, zu viel Red Bull? Ich finde Guybrush Threepwood, das ist ja auch der Gag, der dann sich die ganze Zeit hier durchs Game zieht. Das ist ein geiler Name. Ich glaube, es war voller Absicht, aber ich finde es einen grandiosen Namen. Guybrush Threepwood. Ich ruder jetzt erstmal wieder zurück, ja, und dann gucken wir mal. Ich denke, was mit dem Affen. Ich glaube schon. Mit so vielen Bananen, da muss jetzt eigentlich irgendwas mit dem Affen gehen. Was, weiß ich noch nicht. Aber da wird was passieren. Hoffe ich. Sonst rudern wir gerade umsonst, aber ja. Stodale, nun voll da. Ja, da, herzlich willkommen. Mit vollen Einsatz, letzte Stunde hier. Aber es ist gut, kann ich auch gebrauchen. Damit haben wir ja zwei Experten am Start. Boah, ich habe gerade voll gespuckt, eklig. Bäh. Mein Mund ist schon müde. Der sabbert schon. Scheiße, Mann. So. Ich würde sagen, willkommen an deine sämtlichen Sinne. Hab die letzten zwei Stunden halt Extraction mit Freunden gespielt. Event-Gekröse. Was ist Extraction? Heißt das Game einfach Extraction? Ist es das, aber ist es nicht dieses neue Left 4 Dead Ding? Ach, Rainbow Six Extraction. Das mit den Aliens. Das, was mit Rainbow Six langsam so überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber ich weiß, was du meinst. Das war das, wo die da jetzt irgendwie noch Aliens reingeballert haben, ne? Und den Schleim und so. Nicht da korrekt. So. Wo ist der Affe? Spalte. Ich gehe erstmal zu den Affen. Da ist er. Das PvE-Dingen. Ja, lieber Aliens als menschliche Spieler, die mich dauernd teabaggen. Ja, bin ich bei dir. Wie ist das eigentlich mit Hunt Showdown? Ich habe gehört, Hunt Showdown soll der heiße geile Scheiß sein. Nachdem das Battlefield ja eine komplett Vollkatastrophe ist, Grüße gehen raus an Electronic Arts und DICE. Danke nochmal für diese grandiose Arbeit. Bin stolz auf euch. Benutze Banner. That doesn't seem to work. Was mache ich denn mit diesen Bananen? Das interessiert mich auch schon länger, aber hab noch mich nicht dran getraut. Mich auch noch nicht. Ich habe überlegt, ob ich es mal machen soll demnächst. Vielleicht mal so ein... Sag mal, kannst du das eigentlich... Ein gutes Bluetooth-Gaming-Headset empfehlen? Welches benutzt du? Bluetooth-Headsets sind so ein zweischneidiges Schwert. Also man sagt ja eigentlich, fürs Gaming soll man die nicht benutzen, weil du hast bei Bluetooth immer ein Mühe an Latenz. Aber ich sag mal so, ich hab's noch nie bemerkt. Noch nie. Und ich bin über meine Freiheit, ohne Kabel hier rumzuchillen, finde ich es einfach sehr angenehm. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Es gibt da so mehrere Dinger, die super sind. Sony hat ein paar sehr geile Noise-Canceling-Bluetooth-Kopfhörer, die relativ bezahlbar sind. Ich benutze momentan die Dinger von Apple, weil ich sowieso im Apple-Kosmos bin. Die sind aber viel zu teuer. Und die sind zwar gut, also will jetzt nicht meckern, die sind sehr gut sogar. Aber preislich ein bisschen over the top. Da kann man eher sich dann die von Sony nehmen. Was benutzt denn hier Hanno? Hanno hat so ein Ding mit sogar wechselbarem Akku. Das finde ich für Gamer natürlich richtig geil. Ist das von SteelSeries? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, das Ding,
was wohl so das gängigste Gamer-Ding ist. Aber da weiß ich nicht, wie es heißt. Das hat halt sogar einen Wechselakku. Das ist natürlich der Vorteil. Wenn du viel games, kannst du eben Akku wechseln und weiter geht's, ne? Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber die Dinger halten 20 Stunden. Ich habe die noch nie leer gelutscht. Wenn du den Gegner besiegst und du fühlst dich wie Roll, duckst und stehst du auf dauernd auf seiner Leiche, das nennt man Teabaggen. Weil Eier wie Teebeutel, wer wollte das jetzt wissen? Ach so, Kurin wusste nicht, was das ist. Ja, es gibt Leute, die machen das auch in Real, ne? Okay, Leute, es ist soweit. Ich bin jetzt ehrlich, ich hätte gerne, wenn jemand möchte, nochmal so einen Tipp, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Muss ich jetzt schon was mit dem Affen machen oder so? Der nächste Screen, einfach nur so. Wir haben halt noch dieses Fernrohr, damit habe ich keine Idee mehr. Affe ist richtig, okay. Scheiße. Aber was? Was? Wie selbstverloren muss man sein, dass man das im echten Leben macht? Ja. Ich glaube, wer war denn das, der mir das erzählt hat? War das der W? Der W, warst du das? Bist du noch da? Affen mögen Bananen. Ich habe hier jede Menge davon. Aber ich kann sie ihm nicht geben. Oder doch? Gib. Banane. Oh, das geht jetzt plötzlich. Es geht jetzt endlich. Ach so. Ich muss warten, bis er unten ist. Willst du mich verarschen? Gib Banane an Affen. Los. Geil. Der isst sie sogar mit Schale. Die Frage ist, warum packt er das dann vorher aus? So. Gib Banane an Affen. Hier, noch eine. Wir werden beste Freunde werden. Beste Freunde werden wir. Gib Banane an Affe. Gleich ist er so fett, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Oder er muss auf Toilette. Oh Gott. Kleine Affenwurst rausdrücken. Gib Banane Affe. So, jetzt hat er... Und nu? Kommst du jetzt mit? Folgst du mir? Jetzt hast du einen Freund fürs Leben. Okay, er wird uns also folgen. Oh Gott. Tystrasa. Grüße gehen raus und willkommen im Fuchsbau. Moin, moin bei unserem kleinen Stream hier gegen die Einsamkeit. Also er folgt mir jetzt. Wofür könnten wir denn einen Affen gebrauchen? Das ist eine gute Frage. Ich raff halt nicht, warum der Ton immer zweimal kommt. I don't know. Also dieser Affe folgt uns jetzt. Wofür könnten wir den Affen gebrauchen? An welcher Stelle waren wir, wo ein Affe sinnig wäre? Und Crystal, Grüße gehen raus. Hatte ich dich vorhin schon gegrüßt? Ich hoffe doch. Ich habe nur halb aufgepasst. Warst du schon beim Dorf? Ja. Den Affen an die Kannibalen verfüttert. Oh, echt jetzt? Egal, man kann immer einen Affen gebrauchen. Ich finde, also ich bin ja ein großer Fan von Affen. Ich liebe sie. Nicht. Keine Ahnung, ich finde Affen mega gruselig. Außer diese... Wie heißen die? Diese Lemuren. Das geht wohl. Würden die den essen? Ab zum Dorf. Da gibt's was, was nur der Affe machen kann. Okay. Dann gehen wir wieder zum Dorf, Leute. Vielleicht kann er das Tor öffnen. Sind die Ruderdinger da noch dran? Offensichtlich. Nimm Ruderboot und Ruder. Ah ja, doch. I can't pick that up. Mann, du sollst das benutzen, Bruder. So. Kommt der Affe jetzt mit? Oh, der Affe ist jetzt am Strand. Ohne Boot? Aber wie kann ich denn ohne Boot da hinkommen? Mal sehen. Okay, dann versuchen wir ohne Boot dahin zu kommen. Ich brauche die nicht bei den. Ich war jetzt beim Kannibalendorf. Ihr meint das Dorf mit dem großen. Mit dem großen Affenkopf. Ah, die Litschak-Höhle meint ihr. Oder?
Doppelklick, glaube ich, liest. Ja, das weiß ich schon. Ich habe nur gedacht, ihr redet von den Kannibalen. Wir sind schon ein bisschen weiter. Das mit dem Laufen haben wir schon hin. Ich war nur gerade kopfmäßig ganz woanders. Mal sehen. Da ist mein Kumpel fürs Leben. Der kann bestimmt an diesen Dingern da rumspringen. Hier. Und die Tür aufmachen. So, benutze Nase. That doesn't seem to work. Was? Kannst du, Affe, kann ich dich irgendwie benutzen? Komm mal her. Ich kann den Affen nicht auswählen. Geh zu Nase. That doesn't seem to work. Lieber Affe. Zieh an den Nasen. Ah. Da hängt er. Nun nix wie rein da. So. Okay, hier sind einige Idole und ein ganz kleines, das irgendwie verdächtig aussieht wie die Superbatterie von Day of the Tentacle. Da, guck mal. Da ist er. Den hatte ich erst an. Purpurtentakel. Ich hatte gerade eben tatsächlich diese Purpurtentakeldecke an. Ich weiß gar nicht, ob sie noch irgendwo in der Nähe liegt. Ich muss sie jetzt suchen, um sie euch zu zeigen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich hatte sie erst an, aber die Tentakel vom Purpur sind grün. Und dann hatte ich mal ein Loch in meinem Körper. Deswegen habe ich sie dann doch ausgezogen und ein Pullover angezogen. Bleibt der jetzt da die ganze Zeit hängen? Ja, der hat jetzt Urlaub, ne? So, ist ja witzig. Like a sacred idol of some kind. Ja, auf jeden Fall. It looks like a sacred idol of some kind. Kleines Idol. What a cheap piece of mass-produced tourist crap. On the bottom it says made by Lemonhead. Lemonhead, das Ding nehmen wir mal. Nimm. I doubt anyone will miss this piece of junk. Ich denke mal, wir können das kleine Hast du schon den Stab mit Watte dran? Stab mit Watte dran? Der kommt erst noch. Ich weiß schon, was wir jetzt machen müssen. Also ich glaube, wir gehen jetzt zum Kannibalendorf. Denen geben wir das Idol. Dann sind die zufrieden. Dann darf ich mir da den Apfelpflücker, den Bananenpflücker holen. Den Bananenpflücker gebe ich Tools irgendwas. Der gibt mir dann den Affenkopföffner. Und dann werde ich in dieser Nase rumwühlen und dann öffnet sich das. Und dann komme ich zu LeChuck. Das wäre jetzt so das, wie ich glaube, wie es weitergeht. Ob das dann wirklich stimmt, werden wir dann sehen. Jetzt müssen wir erstmal den Bananenpflücker holen. Da wissen wir ja schon, wo der ist, aber wir konnten ihn nicht mitnehmen, weil der passte nicht durch das kleine, durch die kleine Luke. Im Ohr, nicht in die Nase. Achso, ja. Tut mir leid, wegen Corona denke ich nur noch an in die Nase reinschieben, weißt du? Ist so. Morgen erst wieder. Wir haben morgen Team-Meeting und deswegen, momentan, ich habe diese Woche Homeoffice, aber wir haben morgen ein Team-Meeting, da treffen wir uns dann doch alle. Und deswegen schön tief rein ins Gehirn. So, jetzt können wir wieder Boot fahren. Lecker Q-Tip in der Nase. Das ist kein Corona-Test, ja? Es tut mir leid, ich bin seit den letzten 2 Jahren ein bisschen auf Corona geimpft, was auch nicht. Irgendwie drehte sich alles darum. Aber jetzt gibt es ja gerade andere Ereignisse, die ein bisschen davon ablenken. Toll. Fürchterlich, ey. Aber wir wollen da heute nicht drüber reden. Hier wollen wir uns ein bisschen ablenken von all der Scheiße. Dum, dum, dum. Bis das Stäbchen rot wird. Ich wollte es gerade sagen. Hashtag RealTalk. Ich hatte einmal irgendwie ekelhaft Nasenbluten vorher und dann am nächsten Tag musste ich so einen Test machen. Das macht aber keinen Spaß, ne? Das macht aber keinen Spaß, wenn du dann in so einer Nase rumwühlst, die zum Vortag noch Nasenbluten hatte. Das ist nicht schön. Das ist, ne? Stellt es euch mal bildlich vor.
Ich weiß auch gar nicht, ob die Dinger dann noch funktionieren. Klappt das dann noch, wenn du dann so eine Mixtur aus Nasenschleim, getrocknetem Blut da in diese Reagenzflüssigkeit haust und dann kommt da so eine rosa, dickflüssige Gabbelflüssigkeit raus, die du dir auf dieses Loch da einführst. Geht das dann noch? Klappt das noch? Keine Ahnung. Aber ich habe mal angenommen, es hat funktioniert. Tief ins saftige Gehirn rein. So ist das. Da musst du vom Gehirn so ein bisschen oben die oberste Schicht abkratzen. Wo muss ich denn jetzt landen? Komm schon, Guybrush, da ist der Strand. Ich bin ehrlich, ich will nicht mehr wissen, ob es funzt. Ich schon. Übrigens noch kleiner Tipp. Wenn du doppelt auf die Enden klickst, rudert Guybrush schneller. Ach, guck mal. Das wusste ich noch nicht. Aber am 28. meine nächste Impfung. Dann gelte ich auch trotz J&J endlich geboostert. Hatte ich jetzt vorletzten Montag. Aber ja, was weißt du schon, was du kriegst? Ich hatte ja erst J&J, dann BioNTech und dann Moderna. Und ich glaube, am übelsten war echt J&J. Da habe ich einfach mal eben wirklich Fieber gehabt. 2 Tage lang mal eben so 40 Grad. Aber da wusste ich, jetzt hat er funktioniert, ne? Das lief dann auch. Bei BioNTech hatte ich nichts außer Kopfschmerzen. Bisschen Kopfweh, aber wirklich nur minimal. Da habe ich gedacht, das hat ja gar nicht funktioniert. Da hat mir vor allen Dingen der Arm auch nicht so doll wehgetan. Und jetzt bei Moderna habe ich gedacht, die hat mir gar keine Spritze gegeben, weil ich habe weder die Spritze noch das Eindrücken in den Arm gespürt. Aber einen Tag drauf ging es aber dann los. Dann hatte ich Aua aber an der Arm, aber richtig Aua. Und ich hatte Gliederschmerzen. Das hatte ich vorher noch gar nicht. Da hatte ich richtig so, oh nee, du willst gar nicht sitzen und so, weil der Rücken tut weh und so. Und flach und die Arme tun weh. Das hatte ich einen Tag lang und den Tag drauf hatte ich noch Kopfschmerzen und dann war auch wieder gut. So, ich hatte dreimal Moderna und Kuchen hat BioNTech bestellt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Pfötchen, dass es möglichst symptomfrei durchgeht. Nee, das Symptom ist ja falsch. Impfreaktionsfrei durchgeht. Aber ich finde es dann immer schön, wenn du dann die Leute hast, die dann unter den... Ich kommentiere das ja dann immer, sage ich, Leute, Stream fällt aus, weil hat Moderna mir reingedrückt und Moderna und ich sind uns nicht ganz grün. Wenn dann die ganzen Schwurbler dann anfangen, darunter zu kommentieren, dann lass dir das Gift halt nicht spritzen, laber, laber, laber. Ich hatte Corona und meine ganze Familie auch und wir sind da super durchgekommen. Ah. Weißt du, so als wenn eine Impfreaktion was ungewöhnlich ist, wenn ich mich gegen Grippe impfen lasse, was ich auch regelmäßig tue, habe ich auch danach immer Impfreaktionen und lieg flach. Weil das bei mir ist es einfach so. Ich glaube, mein Immunsystem ist einfach von Arsch. Krieg immer Impfreaktionen. Wenn ich krank bin, ich werde ja nicht so oft krank, auch wenn sich das irgendwie in den Let's Plays anders darstellt. Aber wenn, dann aber auch richtig, ne? Ich benutze jetzt mal das Idol mit dem großen Steinkopf. Okay. Komm ich denn da irgendwie wieder rein? Door appears to be locked. Wo sind denn jetzt die Typen hin? Kommen die jetzt wieder? Ah, da sind sie wieder. Ah, the banana thief returns to the scene of the crime. Maybe we should just eat him right now. Gerne. Do you have any idea how much cholesterol is in one of these things? Now then, how did you break out of our hut and why did you come back? Sweet, 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 sweet. Ich bin ein mächtiger Pirat. I'm a mighty pirate. That means his skin will be leathery and his meat tough and stringy. We'll give you one more chance to trade something of yours for your freedom. Sehr gerne. Sehr gerne. Inventar. Gib Idol. Da. Hey. Wow. Wow. This is impressive. Lemonhead, take a look at this. Ooh, that's nice. And it says, made by Lemonhead. Just like one of mine. We should take this to the great monkey. Yes, I agree. We are very grateful to you for this fine gift. Dankeschön. If there's anything you need on Monkey Island, just come see us. Okay, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Tür ist jetzt offen. Dann können wir jetzt das Ding nehmen. Endlich. Nimm Bananenpflücker. So, jetzt müssen wir nur den alten Sack finden. Und ihm den wieder geben. Der ist aber ja meistens irgendwo draußen, um zu kacken.
So, der Teil mit den Kannibalen ist noch recht einfach, aber ich erinnere mich an etwas, das wusste ich lange nicht, was ich machen muss. Dir fehlt nämlich noch was, um LeChuck... Was, um zu LeChuck zu kommen nachher. Mehr sag ich erstmal nicht. Okay, kümmern wir uns dann aber drum. Ich würde aber jetzt sagen, wir holen jetzt erstmal das Ohrstäbchen. Dafür muss ich den alten Typ finden, der irgendwo kackt. Vielleicht geht aber noch was mit der Liane. Egal, wir kommen aber wieder. Lass mal erstmal noch das Ohrstäbchen holen. Da ist er ja. All I want is my banana picker back. Easy. But will they give it to me? They want the monkey head key back first. Ha! That'll be the day. Don't you think they're being unreasonable? Hey, thanks. I thought I'd never see this again. Here, you can take this key to the monkey head back to the natives. Okay. And don't worry, I won't use it or anything. Heute sucht den kackenden alten Mann. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Ging sehr schnell. Also hier muss ich jetzt noch was machen in diesem Gebiet. Oder kann ich dieses Gebiet verlassen? So viel dürft ihr mir ruhig sagen, wenn ich noch einen Schluck aus meiner Tasse genehmige. Ich glaube, wir kommen ganz gut voran heute. Das ist der Rhythmus, bei dem man mit muss, Leute. Yo, du hast ihn zu schnell gefunden. Ja. Du kannst zwar den Affenkopf öffnen, aber um zu LeChuck zu finden, fehlt noch was. Aber fehlt das hier? In diesem, finde ich das in diesem Bereich hier oder muss ich woanders hin? Nur damit ich jetzt hier nicht ewig rumsuche. Also hier, okay. Dann gucken wir mal, was da noch fehlen mag. Aber jetzt muss ich passen. Ja, das macht ja nichts. Wir wollen ja auch selber was rausfinden. Ist mir nur wichtig, dass ich weiß, ich muss hier in dieser Gegend suchen. Wenn ich hoffentlich alles schon habe. Vielleicht weiß Chetrick auch noch mehr. Wird es was mit dem großen Steinkopf zu tun haben? Warning. Objects in Spyglass may be farther away than they appear. Nothing to look at here. Wir haben auch noch diese Liane hier. Ich finde es halt sehr verdächtig, dass die da ist, weil wir mit dir noch nichts gemacht haben. I don't think hanging myself is the answer. Aber die Kannibalen sind doch jetzt zu dem großen Affenkopf vorgelatscht. Die sind ja jetzt nicht mehr hier. Dann müsste ich ja jetzt doch erstmal zu dem Affenkopf. Ich gehe jetzt erstmal zum Affenkopf. Komm, wir machen den schon mal auf. Dann, vielleicht muss man das auch erstmal machen. Weil die Kannibalen-Dudes sind ja jetzt gar nicht mehr da. Die sind ja auch zum Affenkopf gerannt. Das heißt, wenn die das direkt haben und mir geben, dann müssen wir ja eh da erstmal hin. Außerdem kann ich zur Zeit überbrücken. Das ist schon mal gut. Bam, badadam, dadadam. So. Oh, er schwimmt schneller. Wie am Rudern ist der Junge, das gibt richtig schöne Arme. Der wird, wenn der nachher rauskommt, so eine Dinger haben. Ich sag's euch. Bam, badadam, dadam, dam. Auf zum Strand. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Bam, badadam, dum, dum. Los! Hat funktioniert, er geht sofort ab wie Zäpfchen. Los, Guybrush, gib alles, renn wie ein Wahnsinniger. Ja, weiter. Und weiter? Und weiter? Wieso geht er nicht weiter? Ich höre seltsame magische Geräusche. Irgendwas ist passiert.
Waren die vorher auch schon so am Leuchten? Kann ich noch weiter in diese Richtung gehen? Nö. Geh zu riesiges Affenohr. Okay, warte. Das ist halt einfach so ein riesiges Q-Tipp-Ding ist. Okay, the Kopf is open. Ich speichere erstmal zwischen, für den Fall, dass wir sterben oder so. Ja. Spiel fortsetzen. Okay. Geh zu Totempfahl. Geh mal rein da. Erstmal wieder auf die Originalgrafik umschalten. Okay. I had a feeling that in hell there would be mushrooms. Ja. Würde meine bessere Hälfte auch sagen. Gab's im Original auch so einen Flimmer-Effekt? Nee. Gibt schon fast deswegen ein stimmigeres, ruhigeres Bild irgendwie, ne? Oh, aber das hier sieht ungut aus. Geh zu Augen. Es ist sehr verwirrend hier. Sich in die Augen reinpoken, gute Idee. Mit so einem Stock. Okay, hier ist ein dickes Herz. Gross. Ja, ja, ja. Wo sind die Augen jetzt? Lecke die Augen. Das ist eine große Nase. I can't reach it. Du. Gehe zu Gesicht. Okay, also irgendwas werden wir hier noch brauchen. Das ist ja einfach nur komplette Verwirrung. Da geht noch nichts. Okay. Mal schauen. Gehen wir erstmal zurück, ne? Gehen wir nochmal zu den Kannibalen. Mal gucken, ob die wieder da sind. Vielleicht wollen die noch mit uns schnacken. Da war ja auch noch das Ding mit dem, hier ist es heiß. Erinnert ihr euch noch? Da ist ja auch noch irgendwie was. Oder was war der Hinweis? Dass es heiß ist bei dem Flusslauf-Wasser-Ding. Das habe ich aber schon gelöst, okay. Bam, badam, dum, dum. Dann gehen wir nochmal zu den Kannibalen in der Hoffnung, dass sie jetzt wieder da sind. Ich glaube, den Damm kannst du auf zwei Arten sprengen, tatsächlich? Okay. Was wäre denn die andere gewesen? Los, Guybrush, renne, wie ein Wahnsinniger. Du hättest das Fernglas auseinandernehmen und mit der Lupe drauf scheinen können. Ah. Kann ich das auseinanderbasteln? Muss man gleich mal ausprobieren. I see. Wie mache ich das denn? Öffne? Ah, there's a nifty lens in it. Haha. My feet look bigger through this. Ja, geil. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal für irgendwas. Ja, aber du hast es ja mit dem Feuerstein gemacht. Ging auch, ne?
So, dann rudern wir nochmal wieder los. Volldampf. Wuhu, wie er abgeht, Alter. Richtig witzig. Nicht nur deine Füße, mein Guter. Ich will ja da, ich erzähle da immer gern die Geschichte mit den Kontaktlinsen. Ich habe ja ziemlich krasse hohe Dioptrienwerte mit meiner Brille. Deswegen ist alles sehr klein. Ach, da sind sie wieder. Sehr gern, hm? Ja, natürlich. Da ist eine Sache. Well, actually, there is something. A thing. Tell us, what is it? Ich suche ein Schiff, Geld für Geld. Ich suche jemanden. Tja. Ich brauche ein Schiff. I need a ship. How did you get here if you don't have a ship? Ich hab's kaputt gemacht. Well, this big rock fell out of the sky. I see. Say no more. Well, I'm sorry, but we don't have a ship. Is there anything else we could do for you? Ich suche jemanden. Here? On Monkey Island? We're the only people living on Monkey Island. Well, gute Alte. Civilized people. Aber ich suche jemanden, der nicht mehr lebt. Aber ich suche jemanden, der nicht zivilisiert ist. Hoppla. Bin ich auf dem falschen Insel. Tschüss. Ich suche 30 tote Kerle und eine schöne Frau. I'm looking for 30 dead guys and one woman. I don't think I want to hear any more about it. Wait, maybe he's talking about those dead pirates. Mm-hmm. Oh, yeah. Those guys. Then you've seen the ghost pirate LeChuck and his cadaverous crew? Those jerks have been bugging us for months. Zooming around here in that creepy ghost ship of theirs, wailing and moaning until all hours of the morning. Scaring away all the cruise ship business? Normally, when we have problems with the undead, we just cook up our standard potion of exorcism and be done with it. Und wieso tut ihr das jetzt nicht? So why don't you do that now? Well, the main ingredient of the potion is a very rare root. In fact, there's only one in existence. We only use a little bit at a time, you see. But LeChuck stole the whole thing. Wo versteckt er sie? Ah, ich weiß wieder, was man braucht. Da unten. Ich erinnere mich gerade, wie ich den Anblick davon ziemlich gruselig fand, als ich das damals bekommen hatte. Ich bin gespannt. Wo versteckt er denn diese Wurzel? He's in a place beneath this island. Mm-hmm. Somewhere in a huge system of catacombs. Mm-hmm. A hellish place filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock where the walls bleed and the air is thick with the rancid smell of pure evil. Tourists used to line up for hours to see it. Okay. Hat euch dann das Gewerbeaufsichtsamt geschlossen? Und dann kam der Chuck und alles war vorbei, richtig? Klingt stark. Darf ich es mir ansehen? Versuchen wir mal das. Sounds neat. Can I see it? No, we lost the key. It was stolen. Well, we loaned it to a hermit who lives on the island. And until that crusty old pantless weirdo brings it back, we're keeping his banana picker. Okay, LeChuck hat die Wurzel geklaut. So ein Verbrecher. LeChuck came in here and stole your root? What a cad. And I suppose stealing bananas is any better. I'm off to find LeChuck and get the root. Sorry, but it's just not that easy. Trying to find LeChuck could be very dangerous. You'd never find your way through the catacombs without the... Hey! Ixnay on the Edhay of the Avigator Nay. The what? Nothing. Nothing.
Was ist die Evagnatina? What's the Ed Hay of the Avigator name? I see he is baffled by our native dialect. Yeah. Good. We could at least tell him what the head does. Well, it's a navigating tool. It's a head. It was once attached to a navigator. We've kept it alive magically, so we could take advantage of its innate sense of direction. Getting through the catacombs without it is impossible. But it's our only one, so you can't have it. I guess we have nothing to offer you. After he gave us that nice idol, too. Feel free to come to the Great Monkey and visit your idol anytime. So, anyway, Lemonhead, what was that you were saying about tropical oils? Well... Vielleicht brauchen sie den Kompass. Ah, one of those newfangled magnetic compasses. Too high tech. Yeah, give me a good old-fashioned disembodied head any day. Vielleicht haben wir nicht noch dieses eine Buch? It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. It's called How to Get a Head in Navigating. Well, look at this. It looks like instructions on how to get a head. We could give him our head and use these instructions to get ourselves a new one. Yes, I suppose we can give you this now. Dankeschön. Looks pretty good for a dried up old head, doesn't it? We keep it wrapped in this magical necklace that makes it invisible to ghosts. Ekelig! Oh, look! I think he likes you. Just follow his nose and he'll lead you to LeChuck's hideout in the catacombs. Then, get the root from LeChuck and come back here. We'll mix up a batch of our special enzymatic ghost-dissolving solution. And you can pour it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Good luck. See ya. So, erstmal Chat lesen. Mach mal dein Inventar auf, bitte. Lass wir erstmal Fuchs tüfteln. Und da habe ich damals ewig rumgerätselt, was ich tun muss. Ja, für so einen Crack wie mich. Ich sag mal so, das hat aber auch nur geklappt, weil ich dieses Kackbuch vorhin versucht habe, ins Feuer zu legen. Da habe ich mir die Dinger alle angeguckt und das hat sich bei mir eingebrannt mit diesem Navigationsding. Ich dachte erst an den Kompass, Kompass zu neumodisch und dann blieb nur noch das Buch über. Deswegen Ehre. So, mach es pixelig. Das war zu spät. Das lief sehr gut, Fuchs. Respekt. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin selber gerade ein bisschen stolz auf mich. Kann ich mir den Kopf nicht einfach nochmal angucken? Und dann sieht man den nochmal. Da ist er doch wieder. F10. Ich weiß nicht, was ich gruseliger finde. Ich glaube, durch diese ekligen Zähne ist das Pixelige sogar gruseliger. Ekelhaft. Okay. Damit kommen wir wohl weiter. Okay. Das bedeutet, wir müssen zurück in diese Höhle. Genau das. Das Pixelige sieht cooler aus und auch ein bisschen ekliger. Let's go, Leute. Get your things and go. Alter Finne. Und das in dem Spiel für Kids. Ja, ist ja nur Pixelgrafik. Aber ich denke mal daran, ich habe früher immer, wie heißt es? Prince of Persia. Das allererste Prince of Persia hatte ich auf DOS. Und das durfte ich irgendwann nicht mehr spielen, weil da drin Skelette drin vorkam. Das war ja nur so, das war ja so ein Zeitscrolling-Ding mit so Pixel-Skeletten. Aber das durfte, als meine Mutter das gesehen hat, dass da Pixel-Skelette drin sind, dann war es vorbei. Dann durfte ich das nicht mehr spielen. So. Warum bin ich hier? Bin ein bisschen dumm. Hm? So, Skybrush, gib alles. Wow, wie ein Wahnsinniger. Und hier lang. Noch Tee? Ich brauche noch mehr Tee. Wir haben immerhin noch 15 Minuten. Das reicht noch für eine Tasse Tee. Bam, badalam, dam, dam. Na, die Geisterpiraten fand ich damals gruseliger. Ich hatte mal bei Super Smash Bros. Melee etwas creepy Feeling, wenn man diese Untoten vor sich hatte. Ich habe Melee tatsächlich nicht gespielt, weil ich hatte keinen Gamecube damals. Deswegen kenne ich das gar nicht.
Das Arte Prince of Persia hatten wir in der Schule auf dem Rechner. Das hat nie wer von uns durchgeschafft, bevor nicht der Lehrer gemerkt hat, dass wir was anderes als Commander Keen spielen. Ich habe das tatsächlich damals geschafft und auch oft durchgespielt und wollte es dann mal wieder angehen, jetzt als Erwachsener. Und ich habe keine Ahnung, nicht mal ansatzweise, wie ich das damals als kleiner Fuchswelpe hinbekommen habe. Ich raste heute aus. Ich schaffe die ersten 3 Screens oder so, dann ist auch vorbei. Mein Bergsteiger-Tee ist leider seit 30 Minuten leer. Ich bin hier gerade auf dem Speckwerk-Tee. Ne? Alles für die Figure. Der ist aber auch lecker, deswegen. Primär habe ich den, weil er lecker ist, tatsächlich. Und weil er meine Verdauung anregt. Damit ich so wie der alte Mann hier schön in den Wald scheißen kann. Ne? So ist es. Lauf bitte, Guybrush, lauf. Wir haben hier nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen noch ein bisschen was schaffen heute. Ich denke mal, wenn es nächstes Mal genauso gut läuft, also nächsten Mittwoch, dann könnten wir nächsten Mittwoch vielleicht fertig werden. Könnte das sein? Könnte das sein? Ja, ich hoffe, ich will nicht, dass du das Finale machst, wenn ich nicht dabei bin. Bist du denn nächstes Mal dabei? Weißt du das schon? Wir müssen auf jeden Fall auch demnächst irgendwann mal gucken. Cedric, ich habe irgendwie nochmal wieder Bock drauf auf nochmal eine Runde Sea of Thieves. Ich glaube, eine könnte man mal wieder machen so. Wenn wir hier durch sind, vielleicht dann danach, dann der Stream. Vielleicht so, ich muss meinen Bruder nochmal fragen, wann er Zeit hat. Und ob, muss natürlich bei euch auch passen, aber das war eine lustige Angelegenheit. Ich hätte da nochmal wieder Bock drauf. Wir sind gerade momentan dabei, dass Captain Jack Sparrow Ding zu machen, haben die ersten beiden Dinger jetzt durch soweit und das war schon ziemlich geil. So, dann gehen wir mal los. Du warst vorhin bei 67%, könnte knapp werden. Ja, mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Spiel speichern. Ah, 68, schon wieder ein ganzes Prozent mehr. Wupp, wupp, speichern. Pack die Coop aus, jetzt schon? Ich wäre jetzt erstmal noch reingegangen. Pack ich jetzt mal den Kopf aus. Und nun? Ich glaube, es ist noch zu früh, oder? Ich muss benutzen drücken. Benutze Kopf. Ah, ach so macht er das. Ich dachte, ich mache diese Pixelgrafik und dann gucken die Augen in irgendeine Richtung, aber das ergibt deutlich mehr Sinn. Alter, er sieht ja wunderschön aus. Wie sieht es im Original aus? Da geht sogar. Da ist ja jetzt nicht so gruselig, ne? So. Ja, sieht ganz danach aus. Ein witziges Navigationstool. Stell dir mal vor, du hättest sowas im Auto am Rückspiegel, weißt du so? Als Navi. Ekelhaft. Und dann redet der mit dir, in 300 Metern biegen sie links ab. Ist dann auch gleich ein Dufterfrischer. Marke Cannibal Beef Jerky Deluxe, Alter. Wow. Irgendwie müssen wir dahin. Ja. Ah, jetzt doch dahin. Okay. Kann sich nicht so ganz entscheiden, wo wir hin sollen. Oder hat es was mit der Nase zu tun?
Yuck. Hmm. Doch da lang. Ah, okay. Ich tippe die auf Discord an, dann können wir uns in Ruhe austauschen wegen der Session Sea of Thieves. Guter Plan. Ich komme aber heute nach dem Stream nicht mehr zum mich melden, aber ich melde mich dann morgen schon mal bei dir. Ist alt ja auch nicht, ne? Aber ich habe das dann im Blick. Dann kriegen wir das hin, weil ich habe auf jeden Fall nochmal wieder Bock auf eine Runde und es kam mir auch ganz gut an und ja, wenn wir dann hier durch sind, kann man ja nochmal einen reinplanen. Gehe zu Geisterschiff, aber wenn wir momentan das Glück haben, dass Discord so stabil läuft wie in den letzten Tagen, dann, ne, gestern wäre wieder mit meinen Brüdern, wäre ich wieder mit meinen Brüdern unterwegs gewesen und gestern Abend, 19 Uhr, zack, Discord tot, wieder ging nichts mehr. So, Geisterschiff. Gehen wir da mal gemütlich hin. Muss man sich auch mal gönnen, so ein Geisterschiff. Hi. Sie haben nicht zufällig eine Wurzel zum Ausborgen? Ja, das wäre so mein Ding. You wouldn't happen to have a root I could borrow. Yikes. Okay. So einfach geht das erstmal noch nicht. Hm. Red mit dem Kopf. Ich habe hier einen Schädel. Wo kommt der denn her? What a cute little skull. Cute little skull. Untersuche Halskette um Navigator. Oh, it's slimy and goopy. Vielleicht kann ich den... Ich soll mit dem reden? Okay. Benutze. You can't have it. It's mine. Dann rede ich jetzt mit dem Kopf. Rede mit Kopf. Das geht tatsächlich. Okay, we're here. Now what do you want from me? Hallo Kopf. Hello, Head. Hello, Head. Hello. Hello. Du könntest wohl deine Halskette borgen. Nur borgen. May I please have that necklace? No. But thanks for asking so politely. Wie halt auch einfach so abgehackt ist und dann diese Wirbelsäule da noch hinten rausguckt. Es ist so eklig. Wie nochmal auf Original schalten? Ich glaube, das Original finde ich tatsächlich hässlicher. Richtig widerlich. Warum darf ich sie denn nicht haben? Why can't I have it? I've got a bad feeling about this place. I think I might need it. Ach, sei doch nicht so, bitte. Oh, come on, please. You can beg all you want, but you can't have it. Na gut, ich wollte sie eh nicht haben. Bitte, bitte. Pretty please. Pretty please. You can beg all you want, but you can't have it. Bitte, bitte, bitte. Ich muss den einfach zu Tode nerven. Pretty, pretty please. You can beg all you want, but you can't have it. Bitte, 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 bitte. With sugar on top. Oh, all right, you big baby. Ich wusste es. Hey, what good's a necklace if you don't have shoulders? Das ist ein gutes Argument. Dankeschön. So. Einfach zu Tode. Das war klar, ne? Wenn man... Das wird der Rest des Streams. Einen sehr hübschen Kopf muss man ihm lassen. So bösartig und ledrig. Nee, so borstig und ledrig. Oh, doch nicht. Nee. Das wusste ich schon. Ich habe sehr viele Geschwister. Und man weiß schon, was man machen muss, um das zu bekommen, was man will. Das ist... Das haben wir hier gelernt. So, benutze
This feels weird. Hat er sie jetzt umgelegt? Ich hoffe. Ich sehe sie nicht an ihm, aber das wird wohl klappen. Ah ja, okay. Ich wechsle nochmal auf Original. Okay, die sind schon ein bisschen creepy. Oh, ein Geisterhund. Ich fand die damals mega creepy. Ghost Doggy. What was that? Oh, weglaufen. Okay, das müssen wir erstmal ölen. Hat da nicht vorhin einer von Olivenöl geredet? Dass sie das überhaupt gehört haben hier. Da ist er. LeChuck. Who dares to enter the cabin of the ghost pirate LeChuck? WD 40? Kannst du überall. Strange in these waters. What be that noise? Das ist ein Schlüssel. Must be the wind. Who dares to enter the cabin of the ghost pirate LeChuck? The ship sounds strange in these waters. Looks like Monkey Island. Ja, sieht aus wie Monkey Island. Hier ist dieses komische Lochding. Hier ist der Strand. Must be the wind. Sagen das nicht auch immer Banditen in Skyrim? Ja. Is someone there? Mit so einem Pfeil schon im Kopf drin, weißt du? Mega geil. So, was haben wir denn am Start? Der gruselige Kopf, vielleicht können wir ihn da ranschmeißen. Ja, tun sie. Wie schade. Ach, hättest du nur einen Magneten. Ah, alles klar. Geht das damit? Natürlich, dass der so stark ist auch. Oh Mann, ey. Wofür ist denn dieser Schlüssel? Willst du den nicht untersuchen? It's a big ghostly looking key. Fear for thy life, ye who enters. The ship sounds strange in these waters. I don't see anything special about it. Ich habe für diese dummigen Schlüssel mindestens eine halbe Stunde gebraucht. Power Compass fueled up. Ja, wir erinnern uns sogar noch an den Kompass. Man hätte sich daran erinnern können. Wir dürfen nicht mehr zu viel verraten. Ich wollte auch gerade sagen, bisschen slow, aber gut, wir sind jetzt eh gleich am Ende. Das heißt, nächstes Mal. Wir müssen ihn jetzt wahrscheinlich gleich mit irgendeinem Geräusch oder sowas weglocken, weil der Schlüssel wird wahrscheinlich für diese fette Truhe sein. Probier's mal nochmal. Benutze Schlüssel mit Truhe. Fear for thy life, ye who enters. Da müssen wir ihn erstmal irgendwie weglocken. Mal gucken. Also ich denke, 90 Minuten wirst du noch versenken. Okay. Das wird dann noch so ein kleiner, gemütlicher Stream nächstes Mal. Ah, es geht hier noch runter. Guck mal. Erneut habe ich mal wieder die Luke nach unten übersehen. Das kann ich ja sehr gut. Ist einer am Pennen. Geh zu schlafender Geistercrew. He looks sound asleep. Kann ich da irgendwas nehmen? Ich finde schön, wenn man die Musik von denen jetzt auch noch so leise hört. Wir halten jetzt einfach mal die Klappe. Ja, bis ich lulle, okay? Wir sind jetzt eh gleich durch in 20 Sekunden.
Das hier ist recht einfach, wenn man ein bisschen Grips einschaltet. Das ist die Sache, ne? Was haben wir denn noch so? Können wir schon weitergehen? Ich gebe mir schon mal für nächsten Mittwoch mein Spiel kaufen. Oh mein Gott, ist der Hahn laut! Muss den leiseren da reintun. Nächstes Mal. Schön Vitamalz. Okay, hier ist es echt ein bisschen mega gruselig. Wie sieht es im Original aus? Okay, what the fuck? What the fuck war das? Okay, meine Lieben, wir speichern jetzt erstmal. Für heute sind wir leider erstmal durch mit 70% immerhin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, sehen wir uns gerne nächste Woche wieder oder auch nicht. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Danke, dass ihr alle mit dabei wart. Danke auch an die Mods, die hier so brav wieder moderiert haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächsten Mittwoch beim Stream gegen die Einsamkeit wiedersehen. Ich werde dann wohl für, wenn das dann zu schnell zu Ende ist, noch irgendwas Dödeliges für hinterher dann mir vorbereiten. Mal gucken, was wir da so haben. Und ansonsten, gerne bis nächsten Mittwoch wieder. Macht euch eine schöne Restwoche. Ich wünsche euch dann jetzt viel zu früh schon mal ein schönes Wochenende. Und ja, wie immer, 20 Uhr. Jeden Mittwoch, 20 Uhr. Es sei denn, irgendwas kommt dazwischen. Als dann, kommt gut zu liegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Blaufuchs. Tschüss, Leute. Bis nächstes Mal.